Herzlich willkommen zum MySign Talk. Mein heutiger Gast ist der Peter Hogenkamp. Bis im Sommer 2010 hat er als Blogwerkgründer gegen die traditionellen Medien geschossen und angeschrieben. Jetzt ist er Leiter digitale Medien von der NZ-Gruppe, dem traditionsreichsten Medienhaus der Schweiz. Peter, du bist selbstkritisch genug. Ich kann mich gar nicht entsinnen mehr. Ja, doch. Hast du vor drei, vier Wochen am Publishing-Tag hast du das gesagt, auf dem Podium oben. Ja, okay, dann wird es stimmen. Und du bist dort auch genug selbstkritisch gewesen, dass du dich als Schmuddelkind bezeichnet hast von der NZZ. Und mir nimmt es eigentlich Wunder, wieso bist du überhaupt, überhaupt den Seitenwechsel gemacht zur NZZ vom Blogwerk weg? Also ich habe nicht gesagt, ich bin das Schmuddelkind der NZZ. Ich ziehe mich eigentlich jeden Tag ordentlich an und so, bevor ich ins Büro gehe. Sondern ich habe gesagt, die Onliner werden in der Medienbranche immer noch ein bisschen angeschaut wie die Schmuddelkinder, weil andere Margen und so weiter. Warum bin ich weg? Mich hat einfach die Herausforderung gereizt, oder? Also wenn man so ein Angebot kriegt, ich war 10 Jahre selbstständig vorher, Und klar, man hat immer gesagt, ja Mensch, also wenn da nur mal der Richtige am Drücker wäre sozusagen, dann wird es schon laufen. Und wenn dann man tatsächlich gefragt wird, dann muss man es auch machen, finde ich. Hast du nicht das Gefühl gehabt, dass du vielleicht nur als Galionsfigur geholt wurde zur NZZ, um das Image, das Online-Image von der NZZ aufzupolieren? Nee, das Gefühl habe ich nie gehabt und das habe ich auch nicht. Stimmt auch nicht. Also dafür bin ich dann doch zu anstrengend. Und also es ist auch schwierig, irgendwie zu sagen, guck mal, den Hohenkamp, den setzen wir jetzt da in die Ecke als Galionsfigur und der darf dann aber nichts machen, das funktioniert nicht. Und mein Chef ist auch überhaupt nicht so. Mein Chef, unser CEO, Polo Stähli, will wirklich investieren in das Thema. Also das ist ihm schon ernst. Und du bist jetzt auch also seit anderthalb Jahren in deinem Job. Was hast du in dieser Zeit schon können bewirken bei der NZZ im Online-Bereich? Ja, es stresst mich selber ein bisschen, dass ich finde, man sieht noch zu wenig nach draußen. Also wir haben diese recht erfolgreiche E-Paper-App auf dem iPad, aber die ist nur auf dem iPad. Wir sind dran am Redesign von der Website. Wir sind dran an einer HTML5-Version mit den Inhalten der NZZ, also digitale Ausgabe nennen wir das. Das wird aber alles 2012, also Anfang 2012, bevor wir damit rauskommen. Ich habe schon das Gefühl, ich habe viel erreicht, wenn man schaut, wen ich alles einstellen konnte und so. Es ist ja, wenn man in eine Firma kommt, die recht wenig online-affin ist und dann stellt man mal 10, 12 gute Leute ein, dann bewirkt das schon recht viel. Du bist ja auch kritisiert worden, ein paar Monate nachdem du den Job angefangen hast. Und du hast dich dann auch gerechtfertigt. Im Medienspiegel hast du zum Beispiel geschrieben, es sieht aus, als sei Stillstand, aber ich sammle die Kräfte für die Offensive. Ehrlich, können wir jetzt, was ich alles geschrieben habe, krass. Können wir jetzt auf die Offensive uns alle freuen? Also kommt die gleich? Ja, natürlich kommt die. Also eben das, ihr kennt das ja selber, die Scheiße an den IT-Projekten ist ja, dass sie immer so lange dauern. Ne? Also wenn man irgendwie sagen würde, hey, ich habe eine super Idee und wir können jetzt mal in 8 Wochen damit live gehen, dann wäre es alles ein bisschen cooler. Aber wir sind jetzt seit Dezember letzten Jahres, also fast ein Jahr dran an der Entwicklung vom neuen CMS und eben von dieser digitalen Ausgabe. Und es geht halt so lange und da ist es noch buggy und so weiter. Und da muss man sich immer fragen, was ist jetzt das Minimum Product, mit dem man live gehen will? Und wir haben das Gefühl, im Moment ist noch nicht erreicht. Aber es gibt dann für unseren Relaunch von der Website, gibt es dann bald eine harte Deadline und die kommt. Du hast schon das Gefühl, dass du als Onliner oder jetzt eben für die digitale Medien zuständige ein Aussenstehender bist, eine Aussenfigur. Also wirst du akzeptiert innerhalb von dem traditionsreichen Haus? Ja, das muss die anderen fragen. Ich würde sagen, in der Unternehmensleitung recht gut. Es ist einfach so, ob jetzt jeder Redaktor das gut findet, was ich da mache und dass generell die NZZ jetzt stark auf Digitalisierung auch setzen will, wo sie ein bisschen spät dran ist. Das fragt sich, aber das ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Also nicht in der ersten Phase. Man muss dann später schon mal alle Leute versuchen mitzunehmen. Ich fühle mich gut akzeptiert und willkommen immer noch. Und ich habe, also wie soll ich sagen, ich gehe genauso gerne jetzt bei der NZZ am Morgen ins Büro, wie ich früher als Selbstständiger ins Büro gegangen bin, bei den Firmen, die ich selbst gegründet habe und wo ich alle Leute eingestellt habe. Das schon, das muss man auch. Sonst, also wenn man nicht selber irgendwie auch begeistert ist und sich freut, dann ist es auch schwierig, die Leute anzustecken. Okay. Also du hast in dem Sinne wirklich das Gefühl, du könntest ja etwas wirken und es ging vorwärts, es geht zwar langsam vorwärts, aber es geht etwas.
Ja, es geht halt in so Stufen vorwärts, oder? Weil man in Projekten arbeitet, oder? Es dauert dann halt mal ein bisschen, bis man mit irgendwas rauskommt. Aber es gibt ja durchaus schon kleine Sachen, die man auch schon sieht. Also eben die E-Paper-App, da sind wir mit Sicherheit mit Abstand das Schweizer Medium, was die meisten bezahlten Downloads sozusagen hat. Aber wo siehst denn du die Zukunft von der traditionellen Medien? In 2, 3, 4 Jahren? Ja, ich finde, die Frage ist so nicht relevant. Also es gibt ja immer diese Frage, wie lange wird es noch Zeitungen auf Papier geben? Und ich finde immer, das muss uns gar nicht so sehr kümmern, die Frage. Also natürlich muss uns das kümmern, aber die Tatsache, dass wir jetzt die Frage nicht beantworten können heute, heißt nicht, dass wir nichts machen sollten, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass es passieren könnte, dass es irgendwann keine Zeitung mehr gibt oder dass die Zeitungsauflage so dramatisch sinkt, dass man eigentlich mit digitalen Umsätzen das wegbrechende Zeitungsgeschäft auffangen muss. Und die NZZ ist jetzt auch auf dem Weg, dass sie das könnte erreichen oder abfahren, wenn es dann mal so weit wäre? Also man muss natürlich gleichzeitig das bestehende Geschäft so lange wie möglich ausbeuten. Also es ist so, es gibt so Exploitation und Exploration, nennt man das in der Managementlehre. Also da gibt es im Prinzip Ambidexterity, so Beidhändigkeit, dass man sagt, ich muss gleichzeitig das alte Business natürlich so lange profitabel halten wie möglich. Das eine tun, und das andere nicht lassen. Genau, und das neue Business hochfahren. Und da sind wir dran. Das ist aber müßig zu spekulieren, was in 3 Jahren ist eigentlich. Also was man einfach sieht, wenn man sich die Downloadzahlen anguckt, wenn man sich auch die Penetration anguckt, Smartphones, die Schweiz ist ja ein iPhone-Land, das ist noch nicht ganz flächendeckend, aber schon fast hat man das Gefühl, in unserer Zielgruppe, iPad fängt eigentlich nach wie vor erst an, beziehungsweise Tablet generell. Also ich bin überzeugt, wenn man das ein bisschen fortschreibt, wenn man sich anschaut, wie Handys vor 10 Jahren ausgesehen haben, wie sie heute aussehen. Da wird sicher noch viel gehen in der Branche. Im Tablet-Markt wird sicherlich extrem viel passieren. Und deswegen glaube ich, dass wir, es ist ja immer alles S-förmig, S-kurvenförmig. Es fängt langsam an, dann geht es irgendwie steil und dann flacht es wieder ab. Und ich bin überzeugt, das wird kommen. Und ich vermute, dass auch die Zeitungsauflagen irgendwann mal schneller sinken werden als heute. Aber das weiß ich nicht und das muss mich auch nicht so kümmern. Ich finde, wir müssen einfach parat sein, wenn es soweit ist. Da sind wir gespannt, was bei der NZZ noch alles passiert mit dir als Leiter der digitalen Medien. Ich danke dir, Peter, für das interessante Gespräch. Danke auch euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten MySign-Talk wieder dabei seid. Ade miteinander.